beim Blick ja. Bleiben, Moment, die irgendwie das wieder aus dem Kopf verschwindet oder wir woanders landen. Die Sausalito Bridge. Ja. Ne? Also die Golden Gate. Ja. Ja. Die ist ja ein Vertigo. Hitchcock, ne? Ja. An der entscheidenden Stelle drin. Hast du das vor Augen? Ach doch, ja, wie er sie unten aus dem Wasser rettet. Ne? Sie springt da rein. Genau. Ja, ich kenne auch die Stelle unten. Ja, die Stelle unten, aber so genau kannst du die Stelle nicht kennen, weil es sie nicht gibt. Ist die so gestellt? Die stellt der Film her mit einem Modell dieser Brücke. Das ist so eine Keilmauer, ne? Ja, ja, aber wenn man sich da unten hinstellen würde und filmen würde, würde man ein total anderes Bild kriegen. Nämlich, man hätte niemals die ganze Brücke im Bild. Und die ist im Hitchcock-Bild. Das Bild ist konstruiert, das ist zusammengesetzt. Das ist eine Studioaufnahme von Sprung ins Wasser und die Brücke ist reinmontiert als Modell. Ne, das hat Hartmut Bitomski und hat es mal sehr schön beschrieben in der Nummer der Filmkritik über Vertigo. Mhm. Und Jürgen Ebert den Blick dazu, den James Stewart hat am Anfang, wo er beginnt, Kim Novak nachzufolgen. Ja. Und da hat man genau diese beiden Blicke in einem. Ne? Stewart folgte ja die ersten 20 Minuten des Films oder so ne? nachdem diese Konstellation mal mit der Höhenangst etc. Ja. und so weiter entwickelt ist und hat sie immer im Blick. Ne? Und dann landet sie schließlich an diesem Wasser ne? und geht so ein bisschen traumwanderisch aufs Wasser zu. Und dann verlässt er diese Beobachterperspektive und muss eingreifen. Er muss eingreifen, aber das entspricht genau seinem Wunsch. Ja. Das ist so, wie das er wünscht, genau, dass sie da reinspringt, damit er was unternehmen kann. Ja. Dass sie das mit Absicht macht und dass sie weiß, dass sie angeblickt wird. Genau, ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber dazwischen geht der Film hin und her. Später scheint es so, als wäre er dort reingelegt worden, ne? Auf ihre Spur gesetzt, um dann falschen Sachen zu folgen, eine Sache, die sie ihm vorspielt. So sieht es bei der ersten Schlusswendung des Films aus, wo er aber schließlich die zweite Wendung, nämlich dass er sie dahin blickt und dass er will, dass sie reinspringt, damit er aktiv werden kann, das setzt sich durch im Film, das bleibt siegreich. Denn als er sie das zweite Mal wieder trifft und im Hotelzimmer, nach der neuen Einkleidung, die er mit ihr macht, Kostüm und so weiter und so weiter. Also diesen Typ wieder herstellen möchte. Genau, ne, lässt er sie, als sie dann die Frisur endlich auch hat, wo sie sich zuletzt am längsten weigert, auch die Frisur wieder hat, jetzt tatsächlich genauso aussieht wie vorher, kommt sie aus dem grünen Nebel. Ne? Mhm. Im Zimmer. Und das Grün kommt von der Hotelbeleuchtung draußen, ne, von dem Schild, dem Namensschild des Hotels. Sie ist grün, also sie kommt aus dem grünen Nebel auf ihn zu. Und er holt sie da raus. Es ist ihm also gelungen, sie mit seinem Blick wieder zu erwecken, aus diesem Nebel zu holen. Dann legt sie die falsche Kette an. In dem Moment weiß er, oder ist ihm klar, er ist an dieser Stelle früher reingelegt worden, die ganze Geschichte enthüllt sich ihm, wird ihm klar. Er geht mit ihr auf den Turm wieder, ne, konfrontiert sie damit und sie stürzt runter. Ne, aus Schreck vor einer Nonne, die auf den Turm kommt, ne, auch wie aus der Dunkelheit, ne, Nebel auftaucht. Ne, wie ihr Schuld. Ne, komplex, alte Geschichten. Macht einen Schritt rückwärts und stürzt vom Turm. Und der Witz des Films ist ja, er tritt auf die Plattform und seine Höhenangst ist weg. Ne? Also sein ganzes Blicken, diese Frau aus der Vergangenheit von irgendwoher in die Existenz blicken, in seine Gegenwart und über die ganze Aktivität, die sich dann entwickelt in dem Film, ist seine Heilung, na klar. Ja. Ihr Tod ist seine Heilung. Und also sein in Anführungszeichen Wahnblick, Nebelblick, Visionsblick, setzt sich durch und siegt über die ganzen Plot-Verstrickungen, die der Elster mit dem Mord an seiner Frau, den er verbergen will und so weiter und so weiter. Der selber verschwindet zwar auch aus dem Film, der ist nicht mehr da, der wird nicht irgendwie bestraft oder zur Rechnung gestellt. Im Grunde sind es die beiden Sieger,
Ne? Der Killer am einen Ende und der freudianisierte Polizist mit dem Visionsblick am anderen Ende, die beiden überleben die ganze Geschichte als Gerettete. Mhm. Ne? Und die anderen gehen, die Frauen gehen zugrunde im Film. Das ist, ne, das ist die, deswegen habe ich diesen Film in die Orpheus-Geschichten, ne, eingereiht. Ne?